Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal zusammen in die Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat Dezember. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box erscheint monatlich, kostet ab 17 Euro pro Box und pro Monat. Und wir haben hier immer einen schönen Warenwert mit coolen Produkten drin, die auch viel so im High-End-Bereich unterwegs sind, was ich auch ganz, ganz cool finde, weil das nicht unbedingt etwas ist, was man sich so direkt kaufen würde, sondern vielleicht möchte man erstmal so eine Travel- oder Luxusprobe-Size davon ausprobieren. Wir haben hier aber auch sehr, sehr oft Originalgrößen drin, ne? Und ja, tatsächlich ist es so, dass ich eine Box immer zugeschickt bekomme und auch eine Box selber im Abo habe. Meine verlose ich immer in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Und ihr könnt auch, wenn ihr ganz neu die Box abonnieren möchtet, mit dem Code CLAUDIWELT darauf sparen. Das ist mein Code, den ich bei Lookfantastic habe. Der gilt auf alles durch. Damit verdiene ich keine Provision, solltest du aber über den Link in meiner Infobox gehen, verdiene ich Provision, also der ist quasi affiliated. Und ja, dann vielleicht noch ein paar Fakten vorab. Zum einen trage ich ein Fullface, was sehr weihnachtlich ist im Gesicht. Samstag kommt dazu auch mein Schminkvideo. Und dann ist auch noch die Dalton Week, da bekommt ihr 20% mit Beauty Claudi auf alles außer Streichpreise. Mensch, es geht so richtig ab. Nochmal vor Weihnachten wird richtig rausgehauen. Da passt es doch, dass ich einen sehr festlichen Look dazu geschminkt habe. Okay, wir schauen jetzt einfach mal in diese Box hinein. Und ich finde, die Look Fantastic Beauty Box ist immer, also die wird immer und immer besser, oder? Ich weiß nicht, ich lese es auch bei euch in den Kommentaren, also bei mir in den Kommentaren von euch geschrieben, dass ihr auch findet, dass die Look Fantastic Beauty Box sich so langsam echt an die Spitze der Boxen hangelt. Bei mir definitiv auch ins Herz schon reingehangelt. Was ich halt großartig finde, ist, dass wir aktuell auch super viele Limited Editions haben, die ein mega krasses Preis-Leistungs-Verhältnis haben und dass wir auch da immer alles sehen, was drin ist. Ne? Also du kaufst halt nicht die Katze im Sack, das sage ich ja immer mit dabei. So schaut das Ganze aus. Wir haben nicht eine Box in der Box, wir haben direkt hier die Produkte. The December Edit steht hier drauf und wir haben 6 Produkte tatsächlich, einen Wert über 50 Pfund. Das ist ja wundervoll und Benefit ist ja auch mit dabei. Color Wow. Oh, okay, ja. Hier sehen wir dann auch einmal die Produkte, ganz kurz. Und dann schauen wir einfach mal zusammen hinein. Wir starten mit etwas, was ich wirklich geil finde. Brushworks, the latest tools in beauty. Cloud Headband Limited Edition mit Look Fantastic. Das ist ein Haarband. Das schaut so aus. Und das sieht ja mal, das sieht aus wie aus dem Schwarzwald, diese Ladies, wisst ihr? Und dann kann man sich das natürlich als Schminkhaarband so reinmachen. Oh mein Gott, ich sehe aus wie eine Schwarzwald-Lady, wie geil! Und ich fand die damals immer so cool. Das sind doch die aus dem Schwarzwald, ne? Und dann immer so, das sieht schon niedlich aus, komm. Du kannst es dir aber natürlich auch als Haarreif, wenn du es opulent magst, so reinmachen. Also so, wie ich den gerade hatte. Oder wenn man es ein bisschen fancy möchte, kann man das auch vielleicht so machen oder so. Ey, ich finde das schon cool. Ich drehe jetzt das Video so weiter. Ich finde, das steht mir auch irgendwie. Es hat was von Krone. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch wirklich so im Alltag tragen würde. Das ist schon krass, ne? Also du hast hier wirklich ein krasses Moped auf dem Kopf. Aber es sieht schon cool aus. Kannst du nichts anderes zu sagen. Vielleicht gerade so zu Weihnachten ist es eine witzige Sache. Okay, wir haben aber natürlich auch noch weitere Produkte hier drin. Das, was hier hinten drauf steht mit Benefit, ist hier nicht drin enthalten. It's beginning to look fantastic ist natürlich jetzt ein super geiles Wortspiel, ne? Das haben sie gut gemacht. okay, so jetzt scroll ich hier mal durch. Hä? Also man müsste hier vielleicht eine Mascara oder so drin haben oder hat man entweder oder. Ah, schade, Schokolade. Okay, weil ich habe hier ein Produkt bekommen, das hatte ich letztens auch ausprobiert, ist leider nicht so meine Welt, von Pixi by Petra, dieser Brow Tamer. Und anstelle davon hätte man auch die Bad Girl Bang von Benefit drin haben können. Naja, ist hier mit drin enthalten, ist ein Produkt, was ich jetzt nicht so feiere, weil ich mag das einfach total gerne, wenn meine Augenbrauen richtig fest getackert werden. Also ich habe jetzt heute auch von Catrice dieses Brow Glue Zeugs drin, das ist einfach voll meins. Auch der Benefit 24 Hours Brow Setter, oh, so, so gut. Das hier ist für mich tatsächlich ein bisschen zu sanft, aber ich glaube, dass es auch Leute gibt, die das feiern, weil ich lese es auch immer wieder von euch, dass ihr mir schreibt, ach nee, ich brauche das gar nicht so fest getackert. Bei mir ist es einfach so, dadurch, dass ich ja das Grande Brow, beziehungsweise jetzt aktuell von Özlem das Lash Limb verwende, ne? Dass meine Augenbrauenhärchen ja relativ lang sind. Aber ich habe sehr wenige. Und dann mache ich das immer so, dass ich mir die so in Form kämme, dass es so aussieht, als wären die voluminös. Das ist ein kleiner Trick. Und dafür brauche ich halt ein Augenbrauengel, was sehr, sehr
haltbar ist, ne? Und da ist das hier leider nicht für geeignet und dann, ja, schade. Nun, wäre sonst ein Produkt für mein Full Face Beauty Boxen gewesen. Als nächstes habe ich ein Produkt von Rituals hier drin, was ich aktuell in einer Full Size in Anwendung habe. The Ritual of Ayurveda Nourishing Rich Body Oil mit Indian Rose und Sweet Almond Oil mit 30 Millilitern. Das verwende ich aktuell von Knie bis Hüfte und das hatte ich in irgendeinem Adventskalender in der Originalgröße drin und ich finde es ganz gut. Das zieht gar nicht mal so ultimativ doll ein, aber was ich feier, ist der Duft. Oh mein Gott, ja. Ich habe die ganze Zeit diesen Spa at Home, dass ich die ganze Zeit danach rieche, ne? Also abends mache ich das halt und ich liebe es. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Produkt. Dann habe ich von Rodial das Papaya Enzym Peeling hier drin. Brighten and Renew und da sind 20 Milliliter drin. Auf jeden Fall ein Produkt, was man ganzjährig anwenden kann und was ich auch sehr gerne mag. Also Enzym Peelings generell sind fantastisch. Sehr, sehr milde Form von einem Peeling. Ich bin ja kein ultimativer Fan von mechanischen Peelings mehr. Draußen geht die Party ab. Und da gehe ich dann lieber zu Enzympeelings oder halt zu chemischen Peelings. Und Enzympeelings ist so die Vorstufe, ne? Also die Vorstufe zu dann irgendwann chemische Peelings. Und da muss man auch einfach keine Angst haben, wenn man vernünftige Produkte verwendet und die vernünftig anwendet, hier ein Video dazu, selbstverständlich, dann hat man da auch keine Probleme mit. Also ganz im Gegenteil, man wird einfach merken, dass die Haut dadurch viel, viel besser wird. Und ja, Enzympeelings ist auch jetzt in so einer Box super gut aufgehoben, weil du eine Mainstream-Box hier ja quasi auch hast. Also viele verschiedene Menschen werden diese Box auspacken. Dann habe ich hier von Pineapple and Coconut, nein, von, doch, Pineapple und Coconut scheint die, nein, Style Dry, okay, einen Prep and Prime Polishing Primer, oh, Style Dry steht hier an der Seite auch ziemlich groß dran. 50 Milliliter und ja, das ist ein Haarprimer, wahrscheinlich ist es so ein Leave-In, ne, den man verwendet, bevor man halt seine Haare stylt. Das ist mein ultimatives Styling, mehr geht nicht. Also ich habe auch schon versucht, Locken reinzumachen, das funktioniert bei mir einfach nicht. Die halten nicht bei mir, ne? Weil meine Haare dafür einfach zu dünn sind und zu, ich weiß es nicht. Und ja, ich habe jetzt hier einen Zopf gehabt, deswegen habe ich hier so ein bisschen Wellen drin, aber das sind einfach nur Zopfwellen, das ist jetzt nichts Gemachtes. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt nicht so meine Welt, aber man muss ja auch bedenken, dass die Box sich so ein bisschen Richtung festliche Zeit richtet, ne? Und da machen sich dann vielleicht auch mehr Leute Frisuren, doch. Dann habe ich ja als letztes Produkt von Revolution etwas drin und das finde ich richtig cool, sollte man halt nur nicht unbedingt am selben Tag dann verwenden wie das Enzympeeling, ne? Weil auch Retinol ist ein peelendes Produkt, ein peelender Inhaltsstoff. Ja. Genau, 0,5% Retinol mit Hagebuttensamenöl und das ist das Super Strength Formula Conditioning and Fine Line Serum und das ist für die Haut, ja, 30 Milliliter, also ein Serum fürs Gesicht und ich weiß nicht, traue ich Revolution von der Skincare her? Die machen schon gute Augenpatches, das auf jeden Fall. Gesichtsmasken habe ich auch von denen verwendet, so eine Niacinamidmaske, die fand ich auch ganz gut. Aber ob ich jetzt wirklich sagen würde, ich greife zu deren Skincare, weiß ich nicht. Bin ich vollkommen ehrlich. Da bin ich eher so mit denen unterwegs, wo ich auch jetzt seit Jahren schon zusammenarbeite. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren vielleicht, wenn man einfach schauen möchte, ob einem Retinol gefällt. Ich bin, wie gesagt, halt da einfach ein Dalton-Girl. Okay, so. Wir haben jetzt hier die Box ausgepackt und ich finde, dass sie tatsächlich sich so Richtung Heiligabend, Richtung festliche Zeit richtet. Ich persönlich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Glamour, Glitter gewünscht. Also vielleicht irgendwie eine Lidschattenpalette, eine kleine Quattro oder so. Oder ein Lidschattenstift oder eine Mascara wäre ja alternativ mit drin gewesen. Okay, also das wäre so vielleicht so eine Idee von meiner Warte aus gewesen. Aber ich finde diesen Haarreif ganz süß. Ich werde den wirklich als... Hier, wenn ich mir morgens meine Maske auftrage und meine Haare dann zurückmache, dann hier Zopf 1A. Ne? Also ich glaube, das kommt ganz gut. Ob ich den jetzt so wirklich zum Stylen verwende, vielleicht zum Schminken. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber wirklich so, dass ich den auch im normalen Leben in Anführungsstrichen trage, also halt nicht nur so vor der Kamera, glaube ich eher weniger. Dafür ist es mir zu intensiv, aber er sieht schon süß aus. Was meint ihr? Wann würdet ihr diesen Haarreif tragen? Das ist schon mal eine Hausnummer, oder? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.